Willkommen, hier ist der Eugster 98 zur letzten Folge von Ölverschuldete 1-2002. Und wir sind hier im Hampton Park in Glasgow, wo das Ölverschuldete-Knall 2002 stattfindet. Das sind die Aufstellungen, was wir noch mitspielen, wie Rivaldo, Coco, Samuel Klaviert. Bayern diesmal mit den rot-weiß gestreiften Trikots im Finalspiel gegen Basel. Das Spiel beginnt. Bayern hat diesmal mit einer 4-3-3-Formation. München will hier den Titel verteidigen. Vom Vorjahr, wo sie ebenfalls gegen Valencia spielen mussten. Spanischen Club. Scholl, Pass zu Nikos, das Pass zu Sinnoh, Sinnoh Pass zu Effenberg, Effenberg mit der Chance und jetzt der Nachschuss und das ist das Führungstor. Elber macht dir das 1-0, der Treffer. In einer Bildeinstellung. Da, der Fingerprint-Schuss ist versammelt. Dann kommt der Nachschuss von über. Den konnte er nicht mehr halten. Spielt nur 1-0 für den FC Bayern München. Barcelona geht gleich mit dem Konter. So, also Barcelona durchs. Das passt auf den Berg. Dürfte diesmal. Nein, der Keeper hält seinen Schuss. Aber was macht er denn da? Jetzt auf den Berg. Gibt's hier die erste gelbe Karte für Samuel? Also, das ist ja egal. Scholl. Hier klärt den Abseits, den Abseitsausbeschluss. Ausgleich. Hier klappt noch das 1-1. Samuel gefault. Aber der Schiedsrichter will es weiter spielen. Es ist in der Halbzeit 5. Es steht hier 1-1 zwischen beiden Mannschaften. Ist alles offen. Geht hier sofort weiter bei München. Ist auf dem Weg, Lübsen, Milan, Kiew, Barcelona, Liverpool,
schlagen, um ins Finale kommen zu können. Scholl ist zu Elbe. Scholl, Blumenball. Heiß. Schön Pass Pass zu Salamacic, der gefault. Es muss hier Freshness geben, aber es kommt ein bisschen einwechseln. Gekommen für Jeremies, der eigentlich im letzten Spiel eine rote Karte kassiert hat. Zum Beispiel so Münzen. Kann schon wieder treffen, aber der Keeper hat den Schuss gar nicht so jetzt offenbar gefault. Den hat er gestreckt, Samuel. Viel kommt für Sanyol. Oh mein Gott, was macht er denn da? Und da ist das 2 zu 2. Das ist ein groß. Die Auswärtsbürger. Wirklich groß. Das ist ein Gegner, der gar nicht gestimmt hat. Die müssen noch gelangt sind. Relativ Schussbahn. Dann ist der Treffer von Sache. Stecken 2 zu 2. Schnell FC Bayern München und den FC Barcelona. Und der Schuss hier war auch ganz knapp nur am Pfosten. Ich hatte den schon fast im Tor gesehen. Es steht jetzt 2 zu 2, es wird jetzt zu einer Verlängerung kommen. Ich hatte mit dem Flügel schon beide Mannschaften wollen mit dem Titel Risikoen. Spieler hatte hier ersten frühen Treffer erzielt und dann hat der Passioner noch Sinn hier zu ausgeglichen. So, ja. Das ist ja Langic. Ich weiß nicht, Santa Cruz ist mit der Möglichkeit, aber knapp am
Oh, was ist denn das? Was macht der Keeper denn da für einen Fehler? Jetzt Santa Cruz hier mit dem Doppelpack. Und sie holen hier den Pokal. Nach dem Bogen-Goal. Ich hab mich verpackt. Ich muss jetzt hinfahren.